sogar ein Gesicht auf ihrem Bauch. Oh! Die will's wissen. Die will's richtig wissen, Alter. Willkommen zurück. Jetzt hab ich auch Sound. Jetzt habt ihr Sound. Brudi am Start. Hallo, mein Lieber. Jetzt gucke ich, dass ihr das nicht doppelt hört. So. Jetzt dürft ihr das auch nicht doppelt hören. Ja, die Technik. Swedagog sagt das gerade. Die Technik. Es hat vorhin schon nicht funktioniert mit dem Sound. Dann hat die Kamera gesponnen und einfach nur neu starten und random shit funktioniert wieder, random shit funktioniert wieder nicht. Man kennt es. So scheiße. Egal. Leute, wir gehen rein. Outward. Gar nicht groß jetzt weiter schnacken. Grüße an alle. Freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir gucken mal, was heute alles an Games ansteht. Was heute noch so kommt, Schönes. Ich weiß, ich habe schon Sachen in den Titel geschrieben, aber ich wurde gerade daran erinnert, dass eigentlich auch Tiny Tina geplant war. Beziehungsweise, dass dann für das einzelne Datum alle Upvotes gegeben worden sind. Das habe ich nicht mitbekommen. Deswegen gucken wir mal. Also das wird heute eine spontane Nummer bei uns. Natürlich Outward. Geplant ist aber auch Dragon Ball Z. Und wie gesagt, Tiny Tina kriegen wir alles schon unter, will ich damit sagen. Wir kriegen das alles hin. Heute ist wieder Abwechslung. Und wir haben uns einen ganz schönen Sonntag. Ja, und wie gesagt, wir beginnen mit Outward. Und um euch so ein bisschen abzuholen. Was war beim letzten Mal? Wir haben es geschafft, ein Dorf zu bekommen. Naja, nun, es war hier nichts. Wir haben eine Einöde bekommen. So. Und dann haben wir angefangen, hier Häuser zu bauen. Aufzubauen. Dann ging es auch noch so ein bisschen über Produktionsstätte. Und dann war der Stream auch schon vorbei. Es war viel Managing, viel Menüs und dann alles immer so ein bisschen, glaube ich, nicht ganz so spannend. Deswegen haben wir gesagt, dass June und ich das hier so offstream machen. Und boy, haben wir. Wir haben reingebuttert. Wir haben alles, was wir haben, reingebuttert. Und mussten feststellen, dass es die größte Money Sink ever ist. Und jetzt stehen wir da. Wir haben nicht eine Produktionsstätte geschafft. Mit all unserem Geld. Wir haben zwei Häuser. Immerhin. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, irgendwas aufzubauen für Produktion. Und der Plan war ja, ne, wenn das Dorf steht, wieder einen Stream machen und dann geht's weiter. So ein bisschen verworfen. Und nee, wir langweilen euch jetzt nicht damit, dass wir irgendwie versuchen, noch Geld rauszuquetschen und es hier noch irgendwie möglich zu machen. Nein. Wir gehen raus. Wir gehen in Dungeons. Wir gehen Viecher klatschen. Wir gehen ordentlich Geld verdienen. Ja? Wir gehen ordentlich Geld verdienen. Das ist für heute der Plan. Und, wir gucken mal, wo uns die Reise überall hinführt. Jetzt ist meine Frage, wie hatten wir das uns geeinigt? Womit wollten wir beginnen? Wir hatten ja so ein paar Anlaufpunkte, ne? Wir überlegen, ob wir nochmal den Manticore machen. Auf jeden Fall gehen wir in Richtung Wüste, weil wir das noch gar nicht gesehen haben. Das heißt also, okay, die machen jetzt erstmal einen Marathon. Ja, das wird ein Marathon. Okay, dann join mir gerne mal und wir fangen an mit dem Lavagebiet. Dass wir das zu Ende machen und gucken, dass wir dann von dort aus in die Wüste rüber steppen. Ja. Weil ich glaube, Manticore könnte so ein Highlight vielleicht am Ende des Tages noch werden. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, Manticore, ja! Ihr erinnert euch an den Enmerkerwald? Das Waldgebiet. War ganz schön, war ganz schick. Ja, da sind wir ein bisschen rumgestiefelt, weil wir halt Fleisch gesammelt haben, weil hier die Leute Proviant brauchen. Und wie sich rausstellt, haben wir da gar nicht alles gesehen. Vor allem nicht alle Bosse, beziehungsweise alle uniken Charakter. Und da stand irgendwas Großes in der Landschaft. Und ich meinte noch so, ja, haben wir bestimmt schon mal, kommt mir doch bekannt vor, haben wir schon mal gesehen und haben wir nicht gesehen. Nein, das war ein riesiger Manticore, der uns stark vergiftet, uns generell mit einem Bitch-Slap einfach schon gefühlt die Hälfte HP zieht. Ein Spiel gibt's nicht. Ah, sorry. Ach, ich starten wir auch gut. So. Da waren wir ein bisschen überrascht. Wir waren drin und ich meinte, komm, wir machen den. Er hat uns gemacht. Und müssen wir mal gucken, dass wir den vielleicht heute noch als Abschluss mitnehmen. Denn da muss man wirklich vorbereitet gehen. Ne? Das war halt so, man legt all sein Shit ab, weil wir gehen ja nur Rudolf jagen. Und dementsprechend ohne Gegengift, ohne generell gutes Healing, ohne Buff-Tränke. Einfach nur reingegangen. Und so hart kassiert. So hart kassiert. Und Hallöchen. Ja, und das, was dann folgte, war auch nicht schön, weil, ne, wie es ist in dem Spiel, wenn du stirbst, dann wirst du irgendwohin verschleppt. Hast irgendwelche Leiden, die du dann erstmal überstehen musst. Apropos Leiden, denk dran, Wasser mitzunehmen. Ne, Vulkanregion. Zweimal Wasser dabei. Sehr gut, ich habe zur Sicherheit vier dabei. Ich nehme noch
Eislappen. Ich nehme Eislappen mit. Wenn hier Feuerviecher kommen, dass ich ein bisschen Eisdamage mache. Haben wir einmal extra eingepackt. Gebräute Schlagfestigkeit verbessern, Verdauungs... Ja. So, hast du Essen dabei? Entschuldigung, hast du Essen dabei? Nee, oh, nein. Nein, habe ich nicht. Wir haben alles... Doch, ich habe 9 Travel Rations. Ah, okay. Ja, doch, stimmt. Das war... Ja, genau. Jetzt kommt es doch alles wieder. Ich nehme mal Antidote mit, weil man weiß ja nie. Zweimal. Was haben wir noch? Gab es nicht so einen Hitzetrank oder so? Wärmetrank. Warm Potion, ja. Und ich glaube, ich muss leider wieder einen Teil meiner Ausrüstung ändern. Widerstand, Wärme. Oder ich nehme den, weil der hat Ausdauerkosten. Ja. Ich werde mal einfach meinen Hut wechseln. Ah, Banshee. Sogar mit Maske. Okay. Genau, denn wir gehen jetzt hier in eine heiße Region. Ich nehme zur Sicherheit auch mal Stiefel mit, die mich nicht ganz so... Widerstand Kälte, Widerstand Wärme. Zur Sicherheit. Ich kann ja ein bisschen was tragen, ich habe das Nötigste dabei. Ja, da würde ich sagen, also von meiner Seite aus, ich wäre ready, wir können losstiefeln. Ich gucke gerade mal, ob ich die... Ich habe Frost Flame, Ice Flame, ja. Genau, guck mal, ob... dabei fällt mir nämlich noch ein. Nee, guck mal in Ruhe, weil... Der eine Gedanke, der mir auch letztens kam, weil ich habe ja einen sehr starken Leitkolben. Ne, mit dem Split Damage und also Magie und Neutral Damage oder physischen Schaden, normalen Schaden, ne, alles cool. Aber nur weil er mit den höchsten Stats im Spiel hat, wird es nicht die sinnvollste Waffe sein. Weil je nachdem, wie die Gegner die Resistenzen haben, muss ich das natürlich auch anpassen. Ich habe jetzt nicht so viel zum Anpassen. Scheiße. Ich meine, ich könnte... Das macht halt Blutung. Yikes. Ja, ich brauch mehr Elemente. Ich habe hier einen Streitkolben, aber ich glaube, der ist Zweihand. Und Blitz ist, glaube ich, gegen Feuer auch nicht so geil. Nee, ist Einhand. Aber Blitz ist gegen Feuer, glaube ich, echt nicht so gut, ne? Ah ja, ich sollte mal meinen Quickslots nicht auf der Laterne lassen, sondern es auch zur Eisfackel wechseln, sonst bringt das überhaupt nichts. Ja, genau, das war die Eisfackel, genau. Eisdamage. Könnt ihr noch die Beast Golem Axt nehmen für Bleeding Damage? Aber gerade gegen diese elementaren Wesen, können die bluten? Can you bleed? Ich glaube nicht, deswegen. Nee. Nee, aber ich denke, wir sind erstmal ready. Also wie gesagt, das ist ja auch nicht so viel passiert. Das kühlt auch. Nice. Kriegst du auch gerade einen Cooling... Buff kriege ich nicht, wenn du das meinst. Nee. Okay, dann ist das nur für den Halten dann auch interessant. Aber ist gut. Cooler Buff. Nee, genau, und ansonsten, ne, das ist, ich glaube, so weit waren wir doch beim letzten Mal mit dem Bauen. Dann kommen wir hier raus? Ja, da kommen wir raus. Vielleicht ist das Gebäude fertig geworden. Ansonsten hat Blueprints gesetzt für die erste Stufe. Das ist, also die Gebäude, die kosten teilweise 3,5, knapp 4.000, das Stück. Schnäpsche. Ja, Schnäpsche. Mal davon abgesehen, dass du noch Ressourcen zum Kaufen musst ohne Ende. Und ja, wir haben wirklich, also alles, alle Goldbarren, alle Edelsteine, einen Teil der Waffen verkauft. Minimalen Teil von Crafting-Ressourcen, weil die will man ja eigentlich nicht so abgeben, weil brauchst du vielleicht noch. Deswegen müssen wir jetzt echt gucken, dass wir, ich denke, so Minen, also nicht Minen, wie heißt denn, diese Erzvorkommen immer gut abbauen. Und generell halt in Dungeons gehen, Juwele ranbekommen, Edelsteine ranbekommen, alles verkaufen. Wir sind jetzt hier drüben in Neu-Sirocco, nur dass wir mal beide kurz anpeilen, wo wir sind. Ah, da, ja. Ich glaube, wir waren schon hier so in der Region unterwegs. Wir sind ja hier irgendwie gestartet. So ja, ein bisschen von da, Türme. Da oben. Ganz. Nee, Moment, von welcher Seite kamen wir nochmal? Von ganz oben kamen wir. Von ganz oben kamen wir, genau. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir da auch wieder hin, oder? Na, mein Plan wäre, dass wir uns ein bisschen umschauen. Vielleicht, weißt du, gucken. Gucken, wenn es böse aussieht, nicht anfassen. Aber so ein bisschen das Feuergebiet mal mitnehmen, weißt du, dass man mal ein bisschen was gesehen hat. Ja, also jetzt nicht unbedingt rushen, aber so halt. Na, ich würde, so bist du gerade in Richtung Norden. Ja. Dass wir mal erstmal straight nach Osten gehen, weil ich würde gern wissen, was das ist, die Kaligrau-Insel. Mit diesem Bären-Icon. Ja, so, und von da aus können wir dann straight north von mir aus gehen. An dem Krater waren wir schon mal vorbei. Vielleicht noch die Riesenkolonie abchecken. Vielleicht sind da Händler und wir können irgendwie geilen Scheiß kaufen. So, das ist vielleicht noch so... Oh, scheiße, mir... Okay. Die Wärme macht mir zu schaffen. Ich bin bei 31 direkt.
Okay. Oh. So. Warte mal. Shit. Egal, nehmen wir es mal mit. Genau, dann Richtung... Nee, warte mal. Nicht Osten, Entschuldigung. Westen ist es ja mein Wert. Straight. Straight dem Kompass folgen. In der Hoffnung, dass wir auch hier so diese gerade Linie erwischen. Wenn wir beim zerstörten Dorf sind, wissen wir... Alles on point. Alles richtig. Mal, was die Wärmepotion so anrichtet. Ich habe 3 davon. Ja. Ist ein mitgenommen. Ich habe Wärmepotion, eigentlich ganz gute Heat Resistance und auch anderen Kram und ich krieg. Das bringt gar nichts. Es geht nicht runter. Hm. Also, es ist schon sehr warm, wo wir gerade sind. Ja. Das muss bestimmt an diesem Vulkan liegen. Scheiße, ey. Es geht nicht wirklich hoch, aber der Pfeil zeigt nach oben. Ich wollte gerade. Ja, bei mir auch. Also, es ist 31. Es ist immer noch stark 31. Ich sag mal, wenn es nur die erste Stufe ist, dass dir warm ist. Ja, wir sind, glaube ich. Ja, wir sind, glaube ich, on point. Dass dir warm ist und Ausdauerkosten so ein bisschen höher, alright. Davon gibt es eine Steigerung. Extreme Hitze, weiß ich nicht, wie sie das genannt haben. Da wird es, glaube ich, dann kritisch. Da wird es dann. Wenn das, was waren das? 75%, 90%? Also, weil dann machst du so gut wie gar nichts mehr. So, dann rennst du noch weg, weil du sowieso nach 2 Schlägen schon kein Stamina mehr hast. Ah. Oh, warte mal. Leicht. Oh. Hm. Hallo. Ja. Okay, wir gucken mal. Ich lauf einfach so rum und wenn ich irgendwas sehe, swap ich einfach schnell zur Rüstung. Und, warte mal, wollen wir hier links mal gucken? Hier waren diese komischen... Also, oh, halt. Wir waren hier schon mal. Hier waren diese fetten Nilpferd-ähnlichen Teile. Bullet. Ja, okay. Nehmen wir mit. Kann man verkaufen. So, warte mal. Lass mich mal gucken. Du erinnerst dich vielleicht. Das ist, hier waren irgendwo diese dicken Nilpferde, die gestreiften. Die müssten ja auch wieder respawned sein. Die müssten eigentlich respawned sein, die Tiger-Nilpferde. Ich weiß den Namen nicht. Auf jeden Fall ist das eine Pflanze. Das könnte Mais sein. Wir können es ja mal so ein bisschen aufteilen. Ich gehe da mal in den Turm. Und gucken... Warm plus 1, okay. Und gucken, ob wir die finden. Was ist das hier? Ambrein. Oh. Achso, das war es nicht? Adventurous Corps. Good stuff. Der hat dabei Coldstone, Hackmanite, Brutal Axe. Die kann man gut verkaufen. Nimm mit. Ja, das ist Kohle. Da steht ein Baum. Haben wir den vorher schon mal gesehen? No. Richtung Südost. Weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe dich zwar noch nicht, aber... Ein Baum. Also die Viecher sind nicht respawned, weirderweise. Vielleicht sind die auch nachtaktiv. Ich glaube, wir hatten die während der Nacht geklatscht, das erste Mal. Ich bin nicht... Ah, ist der Baum. Ja. Hier sind wir schon runter. Das ist genau. Nicht der richtige Weg. Ich weiß, das ist nicht der richtige Weg. Aber guck mal, weil hier sind noch Früchte so dran. Regenbogenpfirsich. What? Ach, hier gibt's die. Regenbogenpfirsich? Ich gehe mal da hinten abbauen. Eine seltene vulkanische Frucht hat Eigenschaften, die Elemente widerstehen. Hat Eigenschaften, die Elementen widerstehen. Okay. Okay. Defense. Da oben ist eine Schnecke. Joint, Schnecke. Ja, ich sehe sie. Eine Schnecke. Wollen wir die machen, oder? Ja, warum nicht? Ja, es ist eine. Ich meine, ne, testen, gucken, Strat rauskriegen, wie man sie am besten macht. Die hat sogar ein Gesicht auf ihrem Bauch. Oh! Die will's wissen. Die will's richtig wissen, Alter. Okay, ich brenne. Na, zum Glück habe ich Elemental Resistances. Oh mein Gott. Dir ist sehr warm. Was ist mein Brustzeiger? Das ist eine gute Frage. Ich muss noch mal was trinken. Stimmt. Wir sind dem Mistvieh schon mal begegnet. Ja. Okay, Vorsicht. Ich muss ein bisschen raus. Mistvieh. Okay. Grüne Geschosse, die explodieren. Got it. Kann man halt mal machen. Du Ratte, du. Ich glaube, ich hatte dich auch. Ah, schön. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hatte dich vergiftet. Ich mache nochmal neues Gift drauf. Du stirbst gleich. Ja. Oh mein Gott, wo ist mein Mauszeiger da? Alles gut, ich habe Agro. Ja, jetzt, wo man es weiß wieder, ne, wo es so zurückgekommen ist, okay. Weiß ich nicht, ob wir den machen wollen. Okay, ich gehe auf jeden Fall auf mehr Fernkampf. Ja, du machst Fernkampf, ich halt Agro. Dass mir sehr warm ist, ist natürlich... Hast du die vergiftet? Ich habe die vergiftet, ja. Kann es vielleicht sein, dass die sich deswegen heilt?
Nee, die ist, hat sich so zurückgezogen zwischendurch. Ich vermute fast, weißt du, dass das so eine Nummer war. Also achte mal drauf, die ist, als wir weggerannt sind, beide. Ich dachte, das wäre einfach nur Defense, aber wo dann sagt das Heilung? Das könnte wahrscheinlich das sein. So. So, Stamina ist so nicht on fleek, okay. Das ist gar nicht gut. Ja, da. Ja, Okay. Ich versuche. Ah, ich hab immer wieder Aggro. Aber man kann leider nicht. Alles gut. Man kann ihm relativ gut ausweichen. Bin dran. Ich mach nochmal Gift neu. Ist okay, drauf. Ich muss mich erstmal wieder kurz rein. Mach. Alles gut. Ich hab Aggro. Heilt sich. Ah, fuck. Ah, ich hab auch kein. Nee. Ich kann sie doch nicht rausholen. Also, draufschlagen juckt sie nicht. Ah! Dammit. Okay, Range falsch eingeschätzt. Ich muss mal Bandages wieder auf Hotkeys machen. Jesus. Oh, und den Eislappen natürlich benutzen. Ja. Ich hab ihn ja dafür mitgenommen. So, denn das Vieh wird wahrscheinlich eine Schwäche gegen Eis haben. Würde ich mal behaupten. Heilt sich wieder. Oh, guck mal. Aquamarin für Geld, oh, Mana-Steine. Käfer nehme ich. Nimm dir Käfer. Ja. Dickes Öl auch, Mana-Stein. Nimm dir das. Ich hatte mir den Saphir genommen und so. Okay. Ja, ich glaube, Eis hat dir nicht gefallen. Ich glaube, das war echt nicht schlecht. Dass ich so low bin, ist natürlich ein bisschen wack. Aber gut, ich meine, was willst du jetzt machen? Hm? Vagabundenstulle-Rezept erlernen. Wo habe ich denn das geklaut? Vagabundenstulle? Warte mal. Ah, aus Vagabundengelee und einer Scheibe Brot. Na gut. Okay, Schildkröte wollte ich sagen. Riesige Schnecke. Komische Giftfeuerschnecke gut gemacht. Nein, nicht gut gemacht, aber zumindest gemacht. Wir sind nicht gestorben. Stimmt. Wir sind nicht elendig verreckt. Ich muss nochmal gucken, was meine Skills teilweise machen, muss ich fairerweise so sagen. Das war die Entladung. Okay, das war die Entladung. Dann lass mich mal die Blitzresistenz austauschen. Schnellslot zuweisen. Ja. Unwahrscheinlich hier in dem Gebiet Wasser. Die brutalen Schläge brauche ich nicht, das weiß ich. Die sind mal ganz cool. Und bei, ich sag mal, wirklich großen Bossen, wenn ich das darauf kriege, ist das geil. Aber ansonsten, ich glaube, erstmal nicht so auf dem Schirm haben ist vielleicht besser. Erstmal so, ne, bisschen beiseite, weil die sind scary zu benutzen, ihr erinnert euch, ne? Da bin ich gefangen in so einer Animation. Bei der ich weiß, zwei oder drei ganz lange Schläge weit ausholen, also in Animation bin, wo ich weit ausholen muss, zwei, drei Schläge mache. Wirklich von links nach rechts hier gefühlt. Und das hat mich auch schon gekillt. Das hat mich auch schon richtig kaputt gemacht. Deswegen, hast du noch Verbände? Ich habe Verbände, 15 Stück, ja. Kannst du mir... Ich kann dir welche geben, ja. Drei oder so geben? Ich gebe dir 5. Achso, okay. So. Genau, hier, ich stehe noch drauf, genau. Ja, deswegen, ne, also wilde Schläge immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Sehr viel Vorsicht. Hat er, sehr gut. So. Widerstand bei warmem Wetter. Ach so, siehst du, trinken ist wichtig, weil auch Resistenz. Okay, Stimmt, das Schiff? Das wollten wir uns auch irgendwann eigentlich nochmal angucken. Mal vorbeischauen. Aber ich glaube, da hat man da einen Eingang gefunden schon mal? Nee, ne? Gute Frage. Was hältst du davon, wenn wir mal reingucken? Ach du Scheiße, guck mal, da steht schon... Du bist da quer rüber. Ja. Okay. Da stehen schon wieder unsere Gargoyle-Freunde. Haben wir schon mal gesehen. Die Kollegen sahen sehr scary aus, haben sich natürlich nicht bewegt erstmal. Nö, ist ja klar. So, da bist du lang gelaufen. Genau, ich bin hier hoch.
Da hinten ist ein Vieh. Ja. Haben wir schon mal gemacht, dieses Blitzvieh, ne? Also. Ich bin confident. Ich denke, wir könnten da runtergehen und zumindest gucken. Ich muss erstmal heilen, wie wär's denn damit? Ja. Hast du ein Proviant für dich? Oder vielleicht gleich zwei oder drei? Ich bin hungrig. Rations. Ich gebe dir mal zwei, ja. Mhm. Dankeschön. Hast du Burnt Health? Liegt das daran, dass du nicht so hoch gehst, oder? Nee, ich hab ich hab ein Teil Burnt Health, aber ich hab generell, das dauert, ich hab jetzt nur die Bandage gehabt. Leider kein gutes Essen. Wir haben alles fürs Dorf ausgegeben. Ja. Hätten wir uns das mal sparen können. Nee, das dauert einfach einen Moment. Gewährt für kurze Zeit Mana-Regeneration. Geringeren Schutz und reduzierte Mana-Kosten. Mana-Bauchtrank, hier für dich. Ja, nimm den mal. Ellie Potion. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal? Er klingt sehr stark. Er klingt sehr stark. Potenziell gut, ja. Okay. Bin ich auch sehr gespannt. So, ich würde sagen, wir gehen aber hier runter vorsichtig und kleppen dort eine Vieh. Bevor jetzt die Gargoyles reagieren, nicht? Wenn die Gargoyles reagieren, rennen wir. Moment, warte mal. Mach mal ganz langsam hier. Ich verschiebe gerade Inventar. Achso. Er hat uns auch noch nicht gesehen. Selbst wenn, ich glaube, der hat, was hatte der für Angriffe? Der hatte irgendwelche Schwinger, dann hatte er so ein AOE-Blitzding um sich rum und er konnte was schießen. Das Schießen habe ich schon mal aufgefangen mit meinem Elementar-Konter-Gedöns, Elementar-Parry-Stuff. Das ging eigentlich ganz gut so. Und die Gargoyles, weil die sehen doch so aus, wie ich bewege mich wieder. Ich hau die auf die Fresse mit meiner Trommel. Ja, irgendwie so. So. Genau so sehen die doch aus. So ein Nachtding. Ich will die von irgendwas getroffen werden. Getroffen werden, weil bei Nacht haben wir die auch schon gesehen. Danke. Stiefelkreis. Ja. Genau, immer Stiefelkreisen. Da hatte ich den auch her. Und die Haare. Kaligrau Haare. Mhm. Okay. Haare wahrscheinlich, Blitzrüstung, Blitzwaffen. Vorratsversteck, Stolperfalle, Nägel. Okay, das ist Müll. Aber hier wird's doch interessant. Zum einen, was ist hier? Das sieht... Vielleicht kriegt man das wieder in Gang. Okay, hier ist eine Tür. Arche der Verbannten. Immer rein, ne? Alright. Ey, gucken geht immer. Gucken geht immer. Dann schaut's mal sofort einen Rückzieher. Ja, drehen wir uns um und nope. Falsche Tür. Entschuldigung. Das kann jedem mal passieren. Ja, ich wollte hier Business aufbauen 101. Ich bin leider, glaube ich. Oh shit. Falschen. Da links. Gelandet. Da links. Oh ja, gesehen. Stiefelkreisen, ne? Also wir müssen gucken, weil wir kriegen die gestaggert. Keiner zu sein. Ich öffne. Ja. Zieh Aggro. Oh shit. Zu gut Aggro gezogen. Er ist vergiftet. Ah, genau. Da war der AOE. Da war der AOE. Shoot me. Vorsicht. Nein, ich wusste. Ah, ich hab. Input zu früh und dann. Links hinter dir an. Da ist noch einer. Oh Gott, ein großer Roter. Oh, große Augen. Julian, ich glaube, wir haben uns geirrt. Das ist nicht Business 101. Ich glaube, es war die Falle. Oh Gott, oh Gott. Zwei. Ich bin One-Shot gerade. Raus? Ja, wir gehen. Das war doch nicht. Entschuldigung, falsche. Uiuiuiui. Okay. Ja, das Problem ist, dass wir beides noch mit der Verderbnis zu tun haben, ne? Ja, auf die Dings achten. Okay, die leben noch. Oh Quatsch, die sind. Okay. Die sind ruhig. Okay. Das Rectalling von dem. Manchmal so weird, ja. So, ich nehme jetzt noch Bandage, dann trinke ich was. Wir haben nämlich beide den Lieber von der Verderbnis. Und der macht uns 25% anfälliger gegen Blitz-Shit. Wobei ich einen Widerstand habe, sogar plus 20. Weil ich seinen Blitz absorbiert habe, aber es habt ihr gesehen, ist trotzdem zu viel Damage. So viel Damage. Gut, okay, aber wir haben mal vorbeigeschaut, wir wissen das, wir speichern das ab, alles klar. Lassen wir erstmal so stehen.
Wir müssten ja hier irgendwo sein. Wir gehen einfach weiter Richtung Westen. Wir sehen da auch ja das zerstörte Dorf. Da hinten dann eine Säule des Klüngels der Winde. Das ist Teil jetzt ein bisschen mehr rechts am Screen. Das heißt, wenn wir hier so straight laufen, müssten wir irgendwie zur Kaligrau-Insel kommen. Und jetzt sehe ich das nochmal so, das Bären-Icon. Sind diese Viecher vielleicht die Kaligrau? Ja, ne? Das ist möglich. Kaligrau-Haare. Mhm. Okay, es ist eine ganze Insel von denen. Wir sagen mal Hallo. Wir gucken nur mal, ob es was zu holen gibt, I guess. Was steht denn da links? Richtung Süden. Steht da was? Neben dem Haus? Da ist irgendwas. Gehen wir mal Checken wir mal aus. Dann hier da unten die Häuser. Ich glaube, hier waren wir noch nicht weiter. Das ist ein Gegner. Definitiv. Das hier, nee, das ist ein Baumstamm, oder? Ah, das ist Bocken. Alles gut, alles gut. Großer Smaragd und Marathontrank. Okay, geil. Money. Sagen wir so, dass ich weiß nicht, das Efeu sah so aus, als ob das ein Schild wäre. Ja, ey, du, ne? Das ist auch letztes, wo ich hier bin. Oh, zwei Alchemieausrüstung und ein Dunsttrank. Und ich habe Rucksackübergewicht. Nice. Hier, also ich gebe dir mal Alchemieausrüstung. ich schmeiß auch mal diese Stolperfallen-Kacke ab. Ich habe noch ungefähr die Hälfte frei. Gib mir einfach mal Scheiß, denn. Ja, okay, dann. Helfen können. Glühwürmchenpulver, ja, hier. Die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, dass alles ankommt, aber wir können auf jeden Fall jetzt zusammen mehr tragen. Ja, das ist auch wegen meiner Rüstung, weil ich ja meine Rüstung im Rucksack habe. Ja, Vulkangebiet ist echt schwierig. Für so heavy-plated Armor hier, das ist na gut. Nö, aber wir gucken uns jetzt mal noch hier um, bei dem Dorf, weil wir haben ja im letzten Mal nur ein Häuschen, glaube ich, mitgenommen. Und dann gesagt, so reicht. Ja, weil wir zu dem anderen Dorf gehen wollten. Genau, weil wir die Story erstmal weitermachen wollten. Guck mal, hier oben ist, glaube ich, Mais oder so wieder. Und hier ist ein Rastplatz. Und da hängen Bananen. Oh, das ist ein richtig schöner Spot. Okay. Wie sieht denn dein Mana aus? Voll. Shit. Okay. Na gut. Dann behalten wir erstmal im Hinterkopf, dass es hier... Ja. Nee, wegen HP, das... Also, ja. Hab ich gerade überlegt. Ist hier irgendwas? Irgendwas zu essen wäre richtig sexy. Weiß nicht, weißt du, so verbranntes Dorf, vielleicht finde ich ja noch irgendwie einen schönen Kuchen oder so. Bleib's. Ich komme hier gar nicht durch. Ach doch, okay. Oh, Kiste. Da ist doch bestimmt ein Salat drin, oder? Komm, gib mir was zu essen. Bergarbeiter im Scheiß drauf. Eistee. Aha, Schwefelpilz. Verhindert Verwirrung. Nee. Aber warte mal, was ich aufgesammelt habe, warte mal. Der Eistee stellt verruchtes Mana wieder her, verleiht Kältesegen und beginnt die Heilung von Verdauungsstörungen und Meckerfieber. Brauchen wir für Heilung auf jeden Fall. Mhm. Aber dann war hier noch großer Astraltrank. Ich weiß gar nicht, was ich ihn genommen habe. Nimm du den mal. Mana-Trank ist ja immer erstmal wichtig und gut. Okay, dann lass uns mal die anderen Häuser abchecken. Und ich würde sagen, gerade weil Nacht ist, sind wir weiter unterwegs und vielleicht pennen wir ja mal, wenn es Tag wird. Weil dann sowieso die Hitze steht. Und wir der so ein bisschen entkommen können vielleicht. Es ist vielleicht das Play. Vielleicht das Play hier. Haben wir überhaupt auf dieser Insel? Ah, da hinten. Darüber kommen wir. Okay. Das ist eine gute Frage. Genau, gut gesehen. Also du möchtest warte. Diesen... Ja. Ach nee, das war der Baum von eben, Albert. Ja, ich...